Und dann möchte ich auch schon als nächstes Herrn Professor Dr. Christoph Mantri ankündigen. Herr Mantri ist Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Goethe-Universität und sein Vortrag trägt den Titel Erfahrungen von Ohnmacht und Macht, Untersuchungen an betroffenen Narrativen. Herr Mantri, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Breuer, für die Einführung und ich versuche auch meinen Bildschirm freizugeben. Ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann. Ja, ich kann, glaube ich, mit meinen Überlegungen auch sehr gut an die sehr weitführenden Ausführungen von Frau Andresen anknüpfen. Und da wird Ihnen jetzt auch gleich vieles bekannt vorkommen. Ich versuche in meinem Impuls oder meinem kurzen Vortrag jetzt zu untersuchen, wie eigentlich in den Erzählungen von betroffenen Erfahrungen von Ohnmacht, aber auch von eigener Macht, Wiedergewinnen von Macht, Mächtigkeit, Handlungsspielraum erzählt und damit eben auch sozusagen nicht nur erfahren, sondern auch verarbeitet und verstanden wird. Was viele ja nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sozusagen besonders beeindruckt ist in gewisser Weise die erschreckende Leichtigkeit des Missbrauchs, die wir in vielen Erzählungen, auch vielen Untersuchungen feststellen. Das hat zu tun mit der Unterlegenheit der Missbrauchten, der Betroffenen. Die Frau Andresen hat es ja gerade gezeigt, mit ihrer spezifischen Situation auch als Kindern und Jugendlichen zu tun hat, aber auch in anderen Kontexten, wo es um den Missbrauch an Erwachsenen geht, um besondere Vertrauensverhältnisse, die eine Unterlegenheitssituation gewissermaßen hervorbringen, Autoritätsgefälle. Es hat auch zu tun mit der Dreistigkeit und der Perfidität der Täter, die also in erstaunlicher sozusagen Fähigkeit, ihre Ziele durchzusetzen, vor wenig zurückschrecken, vor allem eben auch, das ist, glaube ich, auch schon deutlich geworden, von dem systematischen Aufbau von Vertrauensverhältnissen, um sie ausnutzen zu können. Und diese Leichtigkeit hat auch mit der Blindheit des Umfelds zu tun, mit der Schwierigkeit, Gehör zu finden, mit der, ja, sozusagen mit der Abgestumpftheit eines Umfeldes, was sich den häufig deutlichen Anzeichen einfach nicht zuwendet. In den Narrativen der Betroffenen, ich werde auch nachher auf welche direkt eingehen, kommen elementare Erfahrungen der Ohnmacht zum Ausdruck. Diese sind zunächst das Nichtverstehen. Viele erzählen ja, also die Erzählungen sind ja alle im Rückblick auf Kindheitssituationen und auf Erleben von Jugendlichen und in den meisten kommt zum Ausdruck und das ist auch Teil der Tatsache, dass sie erst sehr, sehr viel später erzählt werden, dass zu ihrer Ohnmacht dazu gehörte, dass sie gar nicht verstanden, was gerade ablief, dass es also Missbrauch war. Aus vielen Erzählungen geht hervor, dass es als Zuwendung, als Nähe, als Wohlwollen der Täter gedeutet wurde und der Aspekt, weder der Aspekt des Sexuellen noch der Aspekt des Missbräuchlichen ihnen zunächst klar war, sondern erst klar wurde. Dazu kommt, dass sie nicht erzählen konnten, erstens keine Sprache zur Verfügung stand, um das, was sie erlebt haben, auszudrücken. Dass sie aber auch nicht erzählen konnten im gewissermaßen physischen Sinne, aus Furcht vor den Konsequenzen und häufig auch, weil sie andere schützen wollten, ihre Familie, weitere Betroffene und häufig auch den Täter, zu dem sie in einer gewissen, ja, sozusagen, pervertierten Vertrauens- und Empathie-Verhältnis gefangen waren. Und schließlich die Erfahrung der Ohnmacht des Nicht-Gehört-Werdens, dass selbst wenn sie reden, ihr Reden gewissermaßen verhallt, ihnen kein Gehör geschenkt wird, ihnen kein Glauben geschenkt wird und dass ihre
zum Teil ja auch eher, wie soll ich sagen, beiläufigen, vorsichtigen Versuche, Andocken im Verstehen der anderen zu finden, einfach nicht andocken können und damit darauf hinweisen, dass Sprache und Handeln als soziale Phänomene wirkungslos bleiben, wenn sie nicht in der Interaktion eines Umfeldes gewissermaßen Verankerung finden können. Die betroffenen Erzählungen sind gewissermaßen Überwinden des Ohnmachtserfahrungen. Sie finden in der Regel eben spät, sehr viel später statt und zeugen davon, dass die Betroffenen eine Sprache gefunden haben. Sie können ja nun erzählen. Und es wird häufig miterzählt, wie schwierig es gewesen ist, diese Sprache zu finden und wie sie zum Teil auch immer noch mit der Sprache, mit dem Erzählen des Erfahrenen hadern und keinen richtigen Ausdruck dafür finden. Dennoch ist es gewissermaßen eine Machtgewinnung, erzählen zu können. Die Betroffenen haben den Mut gefunden und sagen, die Erfahrung, mutig sein zu können und die Sprache zu finden, ist eine Empowerment-Erfahrung, ist also gewissermaßen eine Erfahrung des Mächtigseins, also gewissermaßen des Tun-Könnens. Sie gehen zu einer Aktion über, aus der Erfahrung der Starre heraus und blicken zurück. Und das ist sozusagen einer der wirklich ja, beeindruckenden Punkte auf ihre Erfahrungen der Ohnmacht und gleichzeitig auch auf ihr Mächtigsein, ihr Tunkönnen in den Erfahrungen der Ohnmacht, die sie als Kinder und Jugendliche gemacht haben. Somit ist sozusagen Handlungsfähigkeit oder Agency, was, glaube ich, sozusagen Neudeutsch der bessere Ausdruck dafür ist, weil es eben sozusagen grundlegender und auch weiter ist als sozusagen ein purer Begriff der Handlungsfähigkeit, ist gewissermaßen Gegenstand und Problem der betroffenen Narrative, mindestens in zweierlei Hinsichten. Es ist zunächst ein narratives Problem. Wie bekomme ich als Opfer das sozusagen im Rückblick erzählt, es narrativ hin, den Übergang von der Ohnmacht der Missbrauchserfahrungen zur Mächtigkeit des Erzählenkönnens selbst erzählen zu können. Und gleichzeitig ist es ein Gegenstandsproblem, das sich in den betroffenen Narrativen massiv niederschlägt. Wie gehe ich damit um, dass ich in meinen Erfahrungen der Ohnmacht immer auch miterzähle, dass ich rudimentär immer auch handeln habe können. Frau Andresen hat es ja vorher schon gesagt, die Betroffenen erzählen häufig von ihren Strategien, wie sie versuchen, sich den Tätern zu entziehen, zu fliehen, sich unattraktiv zu machen, Hilfe zu suchen, alles Dinge sagen, was ihren Handlungsspielraum ausmacht. Sie sind also nicht vollständig ohnmächtig, wie quasi bewegungslose Körper. Und eines der großen Probleme ihrer Narrative ist, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte ich es zulassen? Wie konnten die Täter so mächtig sein? Warum habe ich nicht mich mehr entzogen, mehr gewehrt, mehr Widerstand geleistet? Bin ich mitschuldig? Ja, die Frage sagen, der Mittäterschaft ist ein massives Problem, ein narratives Problem, natürlich auch ein Phänomen dieses Sprache finden Könnens und Sprechen finden zu können. Ich gehe kurz darauf an, was ich unter Agency verstehe. Ich habe das ja schon verwendet, diesen Ausdruck hier, Handlungsfähigkeit im Deutschen oder in einem fundamentalphilosophischen Sinn Macht. Hannah Arendt spricht von tun können, als sagen einer basalen Kategorie menschlichen Seins. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass dieses tun können, diese Agency kein Vorhandenes ist, was gewissermaßen als anthropologische Grundausstattung jedem Menschen innewohnt, sondern dass sich dieses tun können, die Agency konkret in einer Identität jeweils ausprägt, also damit historisch, sozial, kulturell eingebettete, sagen bedingte Formen gewinnt und dass es auch von der jeweiligen Biografie abhängt, welche konkrete Ausgestaltung diese Agency bekommt. Und eine Agency oder eine Handlungsfähigkeit, dieses Tun-Können oder sozusagen diese basale Form der Macht, ist nicht unabhängig davon, wie die Personen sie sich selbst vergegenwärtigen können. Also sagen, die Erfahrung, tun zu können, mächtig zu sein, trägt wiederum zur Stärkung der Agency bei. Und diese Art der Reflexivität,
des Tunkönnens wird erzählt, nimmt also eine narrative Form an. Narrativ wird sich das eigene Tunkönnen angeeignet mit seinen Grenzen und Bedingungen in der Geschichte eines Lebens aus Widerfahrnissen und eigenen Taten, die im Erzählen eben als Handlungen angeeignet und in einen Zusammenhang gebracht werden. Und genau das ist sozusagen eines der Grundprobleme, die wir an diesen betroffenen Narrativen sehen, erzählen zu können, überhaupt erzählen zu können, einen Zusammenhang herzustellen, ist sozusagen eine grundlegende Form nicht nur des Verstehens, sondern eben auch des Machtgewinnens, der Versicherung der eigenen Identität und für viele eine sehr hohe Hürde, ein bedeutender Schritt im Wiedergewinnen ihrer eigenen Identität. Damit, und das ist der Ausgangspunkt für meine folgenden Überlegungen, ist die Frage, wie wird eigentlich erzählt? Also was wird erzählt, aber auch in welche Weise wird erzählt, welche Formen nehmen die Erzählungen an, deutet sowohl die Verletzung und die Verletzlichkeit als auch die Agency der Missbrauchsüberlebenden aus. Und zwar die sowohl wiedergewonnene oder auch neu erlangte Agency der Missbrauchsüberlebenden. Und was mir wichtig ist und was wir vielleicht für die Diskussion vorsehen können, ist die Agency der Missbrauchsüberlebenden nicht von einem gewissermaßen Normalmodell von Handlungsfähigkeit oder Macht des erwachsenen Normalmenschen auszudenken gegenüber die Agency der Missbrauchsüberlebenden dann irgendwie defizitär oder nur teilweise und beschädigt erscheint, sondern die Spezifizität der Missbrauchserlebenden in ihrer Agency als eine sozusagen eigenständige Form des Normalmodells zu deuten. Ich komme darauf am Schluss zurück mit Überlegungen, inwiefern nicht die Agency eines jeden Menschen gewissermaßen Verletztheit in sich trägt. Ich schaue kurz auf die Bandbreite von betroffenen Erzählungen. Ich habe Ihnen hier einige Beispiele aufgeführt, werde gleich noch auf ein weiteres Beispiel etwas ausführlicher eingehen. Es ist eine ganze Bandbreite an Erzählungen, die vor uns liegen. Sabine Andresen hat ja schon auf die Erzählungen der Betroffenen hingewiesen, die von der unabhängigen Kommission gesammelt wurden. Hier ist dann der Bilanzbericht mit den Erzählungen drin. Die sind eher kurze Erzählungen, von einer bis vielleicht 3 oder 4 Seiten, in der Regel so ungefähr 1,5 Seiten lang. Der zweite Band, den ich hier aufgeführt habe, Erzählen als Widerstand, sind auch relativ kurze Erzählungen von erwachsenen Frauen, die in einem Projekt des Katholischen Deutschen Frauenbundes ihre Erfahrungen spirituellen und sexuellen Missbrauchs in der Kirche niedergeschrieben haben, in beeindruckender Art und Weise. Es gibt weitere Berichte, die länger sind, wie der von Matthias Katsch hier zum Beispiel oder von Daniel Pittet. Das sind Erzählungen in Buchform, die sozusagen Biografien in einem weiteren Sinne sind, also in einem größeren Umfang ganze Lebensgeschichten erzählen und nicht nur sozusagen sich konzentrieren auf die Missbrauchserfahrungen. Und interessanterweise, darauf weise ich jetzt nur hin, häufig sozialwissenschaftliche Erkenntnisse über Missbrauch, also quasi die gesellschaftliche Beschäftigung mit dem Missbrauchsphänomen in ihren Erzählungen mit aufnimmt und reflektiert in Wechselwirkung zu ihren eigenen Erfahrungen und damit eine interessante narrative Form annimmt, wo Erklären und Verstehen miteinander gewissermaßen verwoben sind, in einer gewissermaßen gerade narrativ-argumentativen Form, die eine bestimmte Zielrichtung hat und die Frage sagen, was wollen eigentlich diese Erzählungen, woraufhin erzählen sie eigentlich, ist, glaube ich, eine der wichtigen Fragen, die wir bei der Würdigung der Erzählungen als Narrativen, als Erzählungen, eben als gestaltete Sprache mitbedenken können. Also dazu könnte man jetzt noch ganz viel sagen. Ich fasse das kurz zusammen. Hier, diese Erzählungen sind Ich-Erzählungen. Sie erzählen das eigene Leben. Sie erzählen im Rückblick. Sie erzählen, und das ist sehr auffällig, sie erzählen immer mit die Suche nach der Sprache. Sind stark reflexive Erzählungen,
die die Not des Sprachfindens und die Frage nach der Angemessenheit der Sprache miterzählen. Sie erzählen gleichzeitig die Erfahrungen der Macht inmitten der Ohnmacht, also in Form des Wie kam es dazu, wie bin ich mächtig geworden, erzählen zu können. Aber es ist auch immer eine Auseinandersetzung und in Teilen auch eine Suche nach Rechtfertigung. Warum konnte es geschehen? Warum habe ich es zugelassen? Und die Frage nach der Mitverantwortung, sehr schwierige Frage. Und schließlich, diese Erzählungen sind an jemanden gerichtet. Sie sind in Blick auf einen impliziten Leser, eine Leserin hingeschrieben, auf ein Publikum. Und sie erzählen zu einem bestimmten Zweck. Und diesen Zweck habe ich hier genannt als den Ruf in die Verantwortung. Die Erzählungen sind appellartig. Selbst wenn sie das nicht explizit sagen, wirken sie als einen Appell an die Lehrerin, an die Leserin und an den Leser, etwas zu ändern. Zunächst mal etwas wahrzunehmen, etwas anzuerkennen und unter Umständen auch etwas zu ändern. Mehr oder weniger explizit wird das gefordert. Ich habe jetzt so eine Bandbreite an Erzählungen aufgeführt, sozusagen von kurzen, Vignetten bis zu Büchern, die Lebensgeschichten erzählen. Ich habe jetzt mir einen Fall das Buch heißt auch Mein Fall, herausgegriffen von Josef Haslinger. Hier sind wir gewissermaßen an dem Übergang zur explizit literarischen Gestaltung einer Erzählung. Josef Haslinger ist Schriftsteller. Eine ganze Menge von Büchern veröffentlicht hat, sich auch literarisch mit dem Thema Missbrauch beschäftigt hat, aber hier in diesem Buch 2020 seine Lebensgeschichte, seine Missbrauchsgeschichte vorlegt. Und ich habe das herausgegriffen, weil hier nochmal stärker als bei den anderen Erzählungen die Frage der literarischen Gestaltung, also die Frage nach der Sprachform und nach der internen Auseinandersetzung, also das Narrative an den Erzählungen besonders wichtig ist und auch besonders aufschlussreich für die Untersuchung, wie hier Macht- und Missbrauchserfahrungen, Macht- und Ohnmachtserfahrungen zueinander kommen. Worum geht es in dem Buch? Das Buch ist die Missbrauchsgeschichte des österreichischen Schriftstellers, der als 10- bis 15-Jähriger in einem Klosterinternat, das hier auch genannt wird, also das Buch operiert mit Klarnamen, sowohl der Täter als auch des Internats, also Stift Zwettl in Österreich. Er hat hier eine brutale Erziehung in diesem Sänger im Internat erfahren und gleichzeitig, also parallel dazu, mehrfachen sexuellen Missbrauch durch verschiedene Täter, sowohl Priester, also Ordensleute in diesem Fall, als auch Angestellte, Nichtpriester im Internat. Haslinger erzählt seinen Fall, weil, das wird in dem Buch gleich zu Anfang deutlich, er kann jetzt erzählen, weil seine Peiniger tot sind. Er erfährt vom Tod des Letzten und das ist für ihn die Möglichkeit zu erzählen, weil es ihm auch darum geht, die Namen nennen zu können. Und eines der Themen, auf die ich gleich noch eingehen kann, ist, weil er sich gewissermaßen nicht, weil er sie, die Täter, nicht mehr schützen muss. Ein Thema, auf das ich gleich zurückkomme. Das Buch ist explizit literarisch gestaltet, ja, obwohl es als eine Dokumentation daherkommt. Es hat eine Rahmenhandlung. Haslinger versucht, seinen Fall gegenüber der Opferschutzanlaufstelle in Wien zu Gehör zu bringen. Und es ist geradezu eine kafkaeske Form, dass er sich im Wirrwarr der unterschiedlichen Opferschutzanlaufstellen gewissermaßen verläuft, von einem zum nächsten gezählt wird, mehrfach seine Geschichte erzählt, um dann jedes Mal am Schluss zu erfahren, dass er quasi vor der falschen Person geredet hat und seine Erstaufnahme, sein Erstgespräch immer noch erst bevorsteht. Ja.
Sondern das ist der Rahmen. Darin hinein verwoben sind seine Erinnerungen an die Missbrauchserlebnisse in Form einer gewissermaßen Dokumentation. Dabei wird miterzählt, dass er Gedächtnislücken hat, viele Sachen nicht mehr zustande bekommt, was zum einen mit Traumata zu tun hat und auf der anderen Seite für den Schriftsteller ein wichtiges Thema, dass seine literarischen Beschäftigungen mit dem Missbrauch gewissermaßen seine Erinnerungen überlagern. Also die Unzuverlässigkeit oder sagen wir mal die Variabilität, die Plastizität von Erinnerungen wird hier miterzählt. Das Buch hat zum Teil Dokumentationsform, ist zwar narrativ durchgestaltet, aber zitiert extensiv aus Briefen und Postkarten seiner Peiniger, auch aus Schriftwechsel mit den Opferschutzanlaufstellen. Gerade die Briefe und die Postkarten seiner Missbrauchstäter weisen auf die Sprache als Instrument des Missbrauchs, nämlich als sozusagen Gestaltung des Vertrauensverhältnisses hin. Ein weiteres Thema, und das steht, glaube ich, im Mittelpunkt des Buchs, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Mittäterschaft. Dass er erzählt, dass jedenfalls im Verlauf seiner Missbrauchsgeschichte er selbst sexuelle Erregung verspürt, dass er sich vorwirft oder miterzählt, dass er sich keine besondere Mühe gegeben hat, sich zum Teil zu entziehen, zum Teil schon, aber eben vielleicht konsequent genug. Also er macht hier sozusagen ein Vexierbild von Macht und Ohnmacht auf, das insofern im Mittelpunkt steht, als dieses Buch auch gleichzeitig eine Rechtfertigungsschrift ist. Haslinger erzählt, dass er bis heute sich mit zu einem gewissen Maß mit seinen Tätern identifiziert, dass er meint, sie schützen zu müssen, weshalb er eben zu Lebzeiten ihren Namen nicht preisgegeben hat und sie auch nicht angeklagt hat, sondern sich gewissermaßen vor sie gestellt hat, dass er zum Teil in seinen Erzählungen seine Missbrauchserfahrungen halb ironisch als Einführung in die Sexualität dargestellt hat, was ihm später als Verharmlosungsvorwurf entgegengehalten wird. Also er erzählt mit, dass seine literarischen Bearbeitungen gewissermaßen kritisiert werden, also auch diese Kritiken werden in dem Buch zitiert und gegenübergestellt, sozusagen als Schriftsteller Gegenstand von Literaturkritik, die seine Behandlung des Missbrauchs, der Missbrauchsthematik kritisieren. Also er muss sich seiner Verantwortung als Schriftsteller stellen, die erzählt er mit. Wie finde ich als Schriftsteller nicht nur die richtige Sprache? Was ist eigentlich meine Rolle als Schriftsteller, als Literat? Wie geht man angemessen literarisch mit dieser Thematik um? Das ist dann auch eins der Bezugnahmen auf seine eigenen Erzählungen, wo er dann schreibt, es sei im Rückblick auf frühere Versuche moralisch einwandfreie Fiktion gewesen und gerade darum sei sie schlecht. Das ist der Grund, warum er auch jetzt zu einem nicht fiktiven, einer nicht fiktiven Gattung übergeht, hier dieser Dokumentation/Biografie. Es ist interessanterweise gerade die Kritik von einer anderen Schriftstellerin, nämlich Liane Dirks, die einen der allerersten Romane, eines der allerersten sozusagen literarischen Bücher zum Thema Kindesmissbrauch schon in den 1980er Jahren vorgelegt hat, die ihn darauf hinweist, dass sein Schutz der Täter, seine Identifikation mit den Tätern, die er, ich betone das bis zum Schluss sozusagen, nicht ablegt. Er problematisiert sie, aber er kommt nicht darüber hinweg. Aber die ihm vorhält oder die ihm die Einsicht ermöglicht, dass der Schutz der Täter, den er in seinen Erzählungen vornimmt, eine Illusion von Macht ist. Und ich zitiere das, was sie ihm schreibt. Sie reden sich ein, dass es nicht so schlimm war. Sie reden sich ein, dass sie selbst daran schuld waren. Sie reden sich ein, sie hätten in Wahrheit Macht gehabt. Sie waren es, die den anderen in der Hand hatten. Aber das ist keine Macht. Diejenigen, die sich einreden, sie hätten den Täter in der Hand gehabt, sind ja gerade diejenigen, die sich nicht gewehrt haben.
also die Macht, sozusagen die Empathie, den Schutz des Täters, die Rücksichtnahme auf seinen guten Ruf, die sozusagen die Argumentation, dass auch ein Täter ein Recht auf einen sozusagen beruhigten, ruhigen Lebensabend habe, die sagen, dieser Schutz ist eine Illusion von Macht, dass man etwas gegenüber dem Täter tun kann, hier ihn schützen, ja, die Loyalität als Machtillusion, die gleichzeitig eine fundamentale Form der Ohnmacht ist, weil sie letztlich vom Täter abhängig macht und seinen Zwecken dient. Am Schluss übergibt Haslinger seinen Fall eben nicht der Kommission, sondern stellt fest, dass seine Dokumentation abgeschlossen ist. Die Dokumentation ist dieses Buch, was uns vorliegt, und übergibt sie dem Leser, der Leserin, was dann sofort die Frage aufwirft, wozu hat er erzählt, was ist das Ziel dieser Erzählung, was will er von uns als Leser, als Leserin, was sollen wir mit dieser Erzählung machen. Ich glaube, also man könnte noch sehr vieles zu diesem Buch sagen, es ist gewissermaßen eine, ich habe es ein Vexierbild genannt, oder es ist ein Entanglement von Macht und Ohnmacht, die hier erzählt werden, eine unendliche sozusagen Verstrickung der Identität von Josef Haslinger in seine Lebensgeschichte und in die Geschichte derer, die ihn missbraucht haben, mit der er sich bis zum Schluss auseinandersetzt, von denen er sich nicht löst, gewissermaßen in dieser Identifikation mit den Tätern. In Besprechung des Buches ist ja gewissermaßen von Stockholm-Syndrom die Rede, also der Identifikation der Opfer mit den Tätern. Aber dieses Entanglement in die Tätergeschichte und die gleichzeitig der Versuch, sozusagen Macht wiederzugewinnen, ist gerade die Frage, welche Macht kann das eigentlich sein? Und die Problematisierung auch des Sprechens ist symptomatisch oder sagen ist sagen auffällig für dieses Erzählen. Und ich glaube, es ist etwas, was wir in ganz vielen Erzählungen wiederfinden, was diese Erzählungen insgesamt zu einem Zeugnis macht. Ich greife damit auch den Begriff von Sabine Andresen wieder auf und möchte das damit auch zusammenfassen. Das ist auch schon meine letzte Folie. Ich denke, dass es richtig ist, diese betroffenen Erzählungen als Zeugnis, und zwar im Sinne von Bezeugen, Zeugenschaft zu verstehen. Und zwar im Unterschied zu einem juristischen Begriff von Zeugnis geht es hier nicht sagen ein Beweismittel für die Faktizität von Vorgängen zu betonen. Das ist bestenfalls sozusagen ein Nebenthema. Es geht also nicht um den Wahrheitswert und die Plausibilität des Zeugnisses, die auch forensisch zu prüfen wäre, zum Beispiel mit den Aussagen anderen. Es geht auch nicht um einen geschichtswissenschaftlichen Zeugenbegriff, dass es quasi eine Quellenart wäre, Ego-Dokumente, wie von Hasselbeck zum Beispiel es gedeutet wird, wo immer die Frage der epistemischen Beurteilung im Hintergrund steht, zu sagen, welchen Aussagegehalt Selbstzeugnisse haben. Sondern ich glaube, wir werden diesen narrativen sozusagen von ihrer Art her am ehesten gerecht, indem wir sie als Bezeugungen deuten, die Zeugen bezeugen, indem sie die eigene Person für die Wahrheit der Geschichte einsetzen, das ist sozusagen ein Sich-Aussetzen in der eigenen Persönlichkeit und Identität, die hier sprachlich geschieht und die Person für die Wahrheit einsetzt. Der Wahrheitsbegriff hier ist nicht der Wahrheitsbegriff der Faktizität des Geschehenen. Also der Gegenbegriff zu der Wahrheit hier ist nicht die Falschheit, sondern der Gegenbegriff zur Wahrheit hier ist Verdrängung oder Vertuschung oder nicht sehen wollen. Also ein Wahrheitsbegriff, der auf Erhellung setzt. Die Zeugen bezeugen die frappierende Verletzlichkeit von Agency, die sich im Falle von Haslinger darin niederschlägt, dass er eben noch Jahrzehnte später darum kämpfen muss, die richtige Sprache, die richtige Einstellung, ja gewissermaßen die richtige Wahrnehmung seiner eigenen Person
im, sozusagen im Rückblick auf den Missbrauch wiederzufinden. Die Zeugen bezeugen auch die Beschädigung der Normalbiografien, indem sie deutlich machen, dass Gewalt, Vertrauensmissbrauch nicht nur sie betreffen, sondern zum Beispiel auch ihr Umfeld, die Eltern, die vom Täter mit eingelullt werden, die Gewalt, die viele andere Beziehungen in ihrem Umfeld ebenso durchzieht und die es mitprägen, ja auch zum Teil die Gewalt, die sich in der Biografie der Täter selber niederschlägt oder niedergeschlagen hat. Und sie bezeugen schließlich die Anfälligkeit gesellschaftlicher Institutionen, hier im Fall von Haslinger dieser Opferschutzkommissionen, für Missbrauch und Indifferenz und sozusagen selbst Institutionen, die zur Aufklärung vorhanden sind oder zum Opferschutz, die gewissermaßen institutionelle Hürden aufrichten und Formen des Nichthörens, der Verantwortungsdelegation und Ähnliches sozusagen in sich tragen können. Die Zeugen bezeugen schließlich, dass der Appellcharakter, in dem sie die Leserin und den Leser in die Verantwortung rufen, damit bezeugen sie zum einen ihre eigene Agency. Ja? Sagen, sie gehen damit sozusagen zum Handeln über, indem sie andere dazu auffordern, sie anzuerkennen, den Missbrauch anzuerkennen, die Problematik, die gesellschaftliche, sozusagen die gesellschaftliche Verdrängung anprangern, gleichzeitig auf, sagen, sind sie selbst aufklärend tätig und verwirklichen darin ihre Agency und rufen andere zur Agency auf und gleichzeitig legen sie Zeugnis, also gewissermaßen kontrafaktisch Zeugnis für die Agency ihrer Mitmenschen ab, ja, indem sie an deren Handeln und Handeln können appellieren, gerade auch angesichts der Missbräuchlichkeit, die sich und Verletzlichkeit, die sich in vielen, vielleicht in allen Biografien niederschlägt. Vielen Dank.